So. Achso, ich muss alle Schalter auf einmal aktivieren. Dann sagt das doch gleich. Das ist mir beim ersten Mal schon 10-mal passiert. Komm. Mann, muss ich jetzt das anvisieren? Eieieiei, Mann, das Spiel geht so auf Details ein. Weißt du, früher hast du einfach so gemacht, zack. Nee, jetzt musst du es erst anvisieren. Jetzt. Ha! Es war ja klar. Das Spiel verarscht mich gerade unglaublich. Dreckig, oder? Wirklich dreckig. Ganz ehrlich, richtig dreckig. Ey, wer kommt denn bitte schön da drauf? Und es war jetzt einfach nur, das war genau wie beim ersten Mal, ich habe einfach nur überlegt. Aber, nee, echt, es geht gar nicht sowas. Das ist doch einfach nur dreckig. Ganz ehrlich, wenn ihr jetzt da drauf gekommen, ich habe jetzt auch noch ganz kurz überlegen müssen. Ach ja. So, jetzt haben wir aber Masterschlüssel, jetzt haben wir eigentlich alles. Herzteile und so können wir ja gar nicht vergessen, weil die sind ja immer in Kisten. Und Kisten haben wir eigentlich jetzt alle. Bis auf hier unten in F5, da müssen wir noch runter. So, wo haben wir die Statue geparkt? Statue? Statue? Wo ist die Statue? Hä? Ach da. Nee. Hä? Wo ist die Statue jetzt hin? Ach nö. Nö. Ich kündige mit sofortiger Wirkung, sofort und für immer und überhaupt. Ey, das... das hätte ich mir denken können, die blöde Räume-Zurücksetzerei bei Zelda, ne? Mach doch das jetzt mal aus. So, dann halt nochmal der ganze Zirkus von vorne. Echt toll. Es steht schon, das Spiel macht es mir wirklich leicht. Aber da hätte ich einfach dran denken müssen. Nein, du sollst bitte runter. Habe ich jetzt den Controller bewegt und trotzdem läuft er nicht. Das ist doch nicht wahr. So, und den letzten noch. So. Ihr merkt schon, ich habe jetzt gerade echt keinen Bock mehr. Weil alles gerade einfach nur noch nervt und dumm ist. Ich habe den Tempel schon beim ersten Mal gehasst. So. Jetzt muss ich natürlich wieder runter. Und dann passt das. Also nachdem, wenn ich hier fertig bin, dann werde ich auf jeden Fall eine Aufnahmepause machen, weil... Ich nehme auch schon wieder 2,5 Stunden auf, das merkt man einfach gerade.
Aber natürlich werde ich weiterhin mein Bestes geben, ne? Also ich werde jetzt hier nicht der totale Grießkram sein, nein. Ich werde natürlich jetzt auch noch immer weiter meine Späße reißen. Ist ja auch so mit Späßen, ne? Wenn man die... Ist ja mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann und wer. Irgendeiner hat mal geschrieben, hey, bring doch mal wieder sowas wie, uiuiui, drei Honigwaben verloren. Das Problem ist halt, sowas kommt einfach spontan, ne? Also ich mach das nicht absichtlich oder so, sondern das passiert einfach eben aus der Reaktion der Handlung. Jetzt komm ran. Ne, oder ja, ich bin halt einfach da runtergefallen und dann eben habe ich das einfach aus der Reaktion rausgesagt. Es war nicht mal geplant, dass ich das sage. Ich habe das halt einfach gesagt und fertig, ne? Sowas kann man einfach nicht auslösen und am lustigsten ist es einfach, wenn es eben aus dem Affekt raus passiert, aus dem Affekt sei, aus dem Reflex einfach raus geht. Wenn es einfach so eine Reflexhandlung ist, oh, ich muss gerade niesen, glaube ich. Oder ich weiß es nicht. Ich überlege es mir aber nochmal zwischendurch und so lange erzähle ich einfach mal weiter. Dass ich den Bogen brauche, den Fanghaken gerade nicht. So, na gut. War jetzt auch schlau. Ach. Darf hier nicht so viele Pfeile verschwenden. Nicht, dass wir dann keine mehr haben. Dann sitze ich hier fest. Aber diesmal gibt es ja irgendwie deutlich weniger Probleme. Zum Glück. Letztes Mal da irgendwie der Sound rumgebackt und was weiß ich, was da noch kaputt war. Irgendwie war total komisch. Aber diesmal, ne, läuft eigentlich alles ganz gut. So, der macht jetzt den Strom aus, genau. Dann komme ich hier an die Kiste ran. Was haben wir hier drin? Hoffentlich ein Herzteil. Wenn nicht, muss ich mal gucken. Natürlich ein Herzteil. Lalalala. Das muss ich mir ganz kurz markieren in der Ding, ne? Also ihr wisst ja Bescheid, zum Glück habe ich das Dokument bereits offen. Ich muss nur kurz mal suchen, wo es denn ist. Fundort Zeitschrein. Wenn ihr mit der Statue auf dem Weg zurück seid, kommt ihr in einem Raum mit beweglichen Wänden Stromsperre vorbei. Setzt die Statue auf den Schalter hinter der Sperre und ihr holt euch das Herzteil. Genau, das haben wir gerade gemacht. Und wo ist das andere? Die Statue hinter dieser befindet sich ein Herzteil. Alles klar. Okay. So, zack, da haben wir's. Speichern. So. Und weg mit. Und wieder auf grün umschalten, die Ampel. So. Bum, 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 bum. Also wie gesagt, also solche Sprüche, die kommen bei mir. Es kommt bei mir einfach... Ja, aus dem Affekt, aus der Situation der Situation heraus. Also ich kann das nicht auslösen. Ich kann das natürlich absichtlich machen, aber dann ist es einfach nicht witzig. Das ist einfach so. Es ist dann einfach nicht lustig, das ist dann einfach nur langweilig. So. Was sind einfach Dinge, die macht man total unüberlegt einfach.
können ja hier einfach alles einreißen. Habe ich beim letzten Mal gar nicht dran gedacht, dass ich hier einfach alles einreißen kann. Ich war da irgendwie total beschränkt. So, da ist doch die Glocke. Wo renne ich denn wieder hin? So, zack, zack. Bzzzt, Link wird wieder weggeschoben. So, dort in der Mitte ist die Statue. Die müssen wir jetzt ja nur nach unten befördern, glaube ich. Boah, so ein Haufen Aufwand, bloß wegen der bescheuerten Statue, ey, echt. Jetzt fährt das auch noch nach unten. Nein, zurück. Zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Jetzt sofort zurück. Mann. Boah. Ich mache hier gerade wieder einen Aufnahmemarathon. Das ist hier wieder unglaublich. Alter, schon wieder 2,5 Stunden sitze ich hier und quatsche irgendwas ins Mikro rein und habe keine Ahnung, was ich reden soll. Ich quatsche halt einfach irgendwas. Ne? Man macht es einfach irgendwie. So, komm ran. Kommst du da rein? Ja, du passt wenigstens da rein. Obwohl, musst du gar nicht, ne? Ganz aus Sicherheitsgründen mache ich mal doch noch ein bisschen mehr, so. Kommt die Statue mit? Ja, wenigstens was. Wo ist denn der andere Ausgang? Ach, ich glaube, der ist unten, ne? Ich denke ja. Ich möchte doch bitte nach unten, bitte. War jetzt irgendwie verwirrt, wo es jetzt nach oben und nach unten geht. So, jetzt bitte nochmal runter. Erste Etage, Hemden, Darmbügel, Unterwäsche, bitte links aussteigen. So, da haben wir's. So, dann ja, zack. Und alles putt machen. Au! Hat wehgetan. Ganzes Herz verloren. So, weg hier. Zack. Bams. Und Bams. 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 Hoppala. Bams. Mann, Link, was schießt du denn auch mitten im Schussfeld? Das ist schon wieder auf die Goschen. Das gibt's doch nicht. Junge, was ist los mit dir? Da lebt doch noch so ein Viech. So. Siehste, geht der Strom auch aus. Bevor ich jetzt wieder irgendwas anderes mache, mache ich jetzt erstmal hier das Ding platt. Bums. Wow. 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 Krasser Shit, Alter. So. Theoretisch bräuchten wir den Schalter da gar nicht mal. Ha! Haben wir mal das Tor aufgerissen, das passt schon so. Können wir den Geist da auch gleich mal mitnehmen? Das machen wir gleich. Aber bevor sich hier wieder irgendwas zurücksetzt, was ich nicht will, erstmal hier die Statue weiter bewegen. Wie das auch immer funktionieren soll, ob die da in Moleküle aufgelöst wird.
Warum ist die Gespüransicht so schwarz? War die schon immer so schwarz oder kommt mir das jetzt nur so vor? So, tschüss. Und wieder eine Geisterseele für umsonst. So, ging jetzt eigentlich ganz schnell, ne? Jojo. Immer diese Unterbrechungen. Wo ist jetzt die Statue? Toll! Komme ich jetzt raus? Ich will raus. Statue! Mehr! Hilf mir hier raus! Ja, ich würde hier gerne raus. Warte mal. Das? Okay, dafür ist er da. Alles klar. Gut, 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 gut. Hätte mich jetzt auch gewundert, ne? Hätte mich jetzt echt gewundert. Ja, komm, so, jetzt, zack, komm. Eine Platt. Zack, ist er weg. Oh, Herz, 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 Dame, Bube. So, noch irgendwo Krüge. Da hinten haben wir noch zwei solche Fledermäuse. Die mache ich mal kurz weg. Ja, hat sich ja richtig gelohnt. Kopierstab. Du hast dich so auf diesen Finger gefreut. Was? Nee, nee. Ne, ich singe ja keine irgendwie geschützten Lieder oder so. Nein, ich doch nicht. Achso, da waren wir schon, naja. Dann. Geld. Geld. Herzen. Herzen regieren die Welt. Yay. Und da haben wir auch wieder voll. Schön, schön, schön. So, jetzt müssten wir es doch langsam mal geschafft haben. Das kann doch gar nicht sein. Wie viel sind das jetzt noch? Wie viele Räume? Ach, endlich geschafft. Endlich. Und dahinter geht es dann wahrscheinlich weiter, oder was? Eigentlich ja nicht, weil den Masterschlüssel haben wir schon. Das heißt, da hinten kann die Party direkt steigen. Naja, wir werden es ja gleich sehen. So, zack, da hinstellen. Und die Tür geht auf. Sie öffnet sich. Und hinter der Tür befindet sich eine Tür. Yay. Super. Rast aus vor Freude. Natürlich muss doch irgendwas kommen. Es war doch so klar, ey. So, erstmal das Nervdings da oben ausschalten. Das muss erstmal sein. So, komm. Weg. Und der da drüben auch. Weg. So, wir haben aber ja jetzt nichts vergessen, ne? Doch, hier haben wir eine Kiste vergessen. Egal, es sind wahrscheinlich eh nur Rubine drin. Weil das Herzteil bekommen wir ja woanders. Ach ja. Ist ja eine tolle Wurst.
Ja, ist eine tolle Wurst. Ich hatte eine doch tollere Wurst. So, und jetzt mal ganz ehrlich. Oh, eine Fee, die uns nichts bringt eigentlich, außer dass sie uns auflädt. Ich habe eh keine Flasche dabei und die Ding, die stellt auch 8 Herzen wieder her, die Luxussuppe. Aber mal ganz ehrlich, was macht man jetzt? Man ist hier drin gefangen, man kommt jetzt nicht mehr raus. Was macht man jetzt, wenn man keinen Masterschlüssel hat? Oder die Tür nicht aufsperren kann? So, ready for party, Leute. Ready for party.